Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich zu einer eher ungewöhnlichen Buchpräsentation begrüßen. Denn eigentlich hätte diese Feier ja im Augustiner Lesesaal in der Nationalbibliothek stattfinden sollen. Wir sehen es, diesen wunderschönen Barocksaal im Hintergrund, aber leider, leider aus aktuellem Anlass. Ich glaube, ich muss jetzt nicht erwähnen, warum und wieso können wir uns jetzt hier nur virtuell treffen. Aber das soll der Freude über die Präsentation dieses großartigen Buches wirklich keinen Abbruch tun. Ganz im Gegenteil. Es geht um dieses Buch von Peter Seilan, die besten Aktien der Welt mit hochwertigen Wachstumsunternehmen langfristig Rendite erzielen. Das sind die langjährigen Theorien von Peter Seilan in diesem Buch, aber können die auch wissenschaftlichen Untersuchungen standhalten? Das hat sich Professor Günther Strobel, Vorstand des Institutes für Finanzwissenschaften, gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Frau Dr. Stefanie Schreder genauer angesehen. Bitte schön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Günther Strobel. Ich wurde gefragt, ob ich im Rahmen der Buchpräsentation von Herrn Seilan ein paar Worte zu seinem Buch sagen könnte, was ich hiermit gerne tue. In den nächsten 10 Minuten möchte ich die Thesen in Herrn Seilans Buch im Angesicht 50 Jahre wissenschaftlicher Forschung im Bereich Finanzwirtschaft diskutieren und eine Performance-Analyse der propagierten Investmentstrategie durchführen. Wie Sie sehen, habe ich meiner Präsentation denselben Titel gegeben wie Herrn Seilers Buch, allerdings mit einem Fragezeichen am Ende, denn ich glaube, es ist die Aufgabe wissenschaftlicher Forschung, alles kritisch zu hinterfragen, und das ist auch, was ich in den nächsten 10 Minuten tun werde. Die Investmentstrategie von Herrn Seilan besteht im Wesentlichen darin, ausschließlich in Quality Growth Aktien zu investieren. Quality Growth Unternehmen, wie Herr Seilan sie definiert, sind Firmen, die ein langfristiges organisches Wachstum aufweisen, die sich innerhalb ihrer Branche als Leader hervortun, die mit einer geringen Kapitalintensität hohe Erträge erwirtschaften und eine solide finanzielle Basis aufweisen, die eine transparente Buchführung haben und ein effektives Corporate Governance System. Das ist meine Definition. Eine ausführlichere Definition gibt es natürlich im Buch von Herrn Seilan. Lassen Sie mich mit einem positiven Aspekt beginnen. Die von Herrn Seilan propagierte Investmentstrategie ist klarerweise eine langfristige Strategie. Wie auch im Buch öfters erwähnt, Geduld ist gefragt bei dieser Strategie. Aktien werden ausgewählt und für einen langen Zeitraum gehalten dann. Das führt dazu, dass es eine geringe Handelsaktivität, einen geringen Turnover gibt, der sich wieder positiv auf die Transaktionskosten auswirkt. Und lassen Sie mich hier eine empirische Studie erwähnen, die von Brad Barber und Terry Dean durchgeführt wurde. Und zwar haben diese beiden Studienautoren das Verhalten von vielen Kleinanlegern analysiert und festgestellt, dass Anleger oder Haushalte, die weniger oft handeln, die also einen geringeren Turnover haben, im Durchschnitt deutlich höhere Renditen erzielen. Wenn wir jetzt zum Beispiel alle Investoren, alle Kleinanleger aufgrund des Handelsvolumens, des Turnovers sortieren und uns die oberen 20% mit dem geringsten Turnover ansehen und vergleichen zu den 20% mit dem höchsten Turnover, dann sieht man, dass es da einen Unterschied in der Rendite gibt von 0,31% pro Monat, also 31 Basispunkten pro Monat, was fast 4% pro Jahr sind und somit ein beträchtlicher Unterschied. Das heißt, Haushalte, die weniger Turnover haben, die weniger oft handeln, haben eine höhere Rendite von fast 4% pro Jahr im Vergleich zu den Anlegern, die sehr viel handeln. Insofern ist natürlich eine Strategie, die auf langfristige Gewinne ausgerichtet ist, von Vorteil für Kleinanleger, da es natürlich auch mit geringeren Transaktionskosten kommt. Der nächste Punkt, den ich erwähnen möchte, ist die Governance. Und zwar, Herr Seilan erwähnt in seinem Buch auch, dass gute Corporate Governance ein entscheidendes Auswahlkriterium für seine Quality Growth Aktien ist. Und wenn wir hier alle Firmen auf Basis des Governance Index sortieren und uns die oberen 10% mit dem besten Governance, also dem niedrigsten Governance Index, vergleichen mit jenen 10% mit dem höchsten Governance Index und daher der schlechtesten Corporate Governance, dann sehen wir, dass es hier eine Differenz von 8,5% pro Jahr im Durchschnitt gibt. Das heißt, Firmen mit besserer
Corporate Governance erzielen deutlich höhere Aktienrenditen im Durchschnitt. Lassen Sie mich nun zu ein paar kritischeren Bemerkungen über die im Buch propagierte Investmentstrategie kommen. Eine Frage, die man sich stellen muss, ist, ob diese Strategie hinreichende Diversifikation im Portfolio bietet. Wie Herr Seidan erwähnt, erfüllen nur ungefähr 5 Dutzend Aktien aus einem Universum von 50.000 Aktien seine Kriterien zu einem gegebenen Zeitpunkt. Und im Portfolio sind dann oft nur 20 bis 30 Aktien. Man kann mit 20 bis 30 Aktien auch eine breite Diversifikation erzeugen, aber was mir ein bisschen bedenklich erscheint, ist, dass diese 20, 30 Aktien üblicherweise noch konzentriert sind auf wenige Industrien. Das heißt, viele Industrien werden generell ausgeschlossen. Zum Beispiel sind Versorger oder Banken oder Fluggesellschaften oder Telekommunikationsunternehmen nicht Teil des Quality Growth Aktienuniversums. Und das führt dazu, dass man sich doch auf weniger Industrien konzentriert mit weniger Aktien. Was bedeutet diese möglicherweise mangelnde Diversifikation für das Risiko, das der Anleger in Kauf nehmen muss? Ich habe mir hier das systematische und das idiosynkratische Risiko angesehen. Ein Maß für das systematische Risiko eines Portfolios ist ja das Beta des Portfolios. Und wenn man sich das Beta dieser Strategie ansieht, dann ist es ziemlich genau bei 1. Das heißt, 1 ist ja auch das systematische Risiko des Marktes. Das heißt, man nimmt ungefähr gleich viel Risiko in Kauf wie der Gesamtmarkt, wenn man auf das systematische Risiko achtet. Natürlich hat man auch zusätzlich zum systematischen Risiko auch noch ein idiosynkratisches Risiko, da die Positionen ja vom Markt abweichen. Und dieses zusätzliche Risiko, das man durch diese geringere Diversifikation in Kauf nimmt, beträgt ungefähr 6% pro Jahr im Durchschnitt, wenn man sich über einen längeren Zeitraum ansieht. Das heißt, die Schwankungen, die Kursschwankungen, die man von Jahr zu Jahr in Kauf nehmen muss, sind ungefähr 6% höher als die des Gesamtmarktes. Das heißt, es ist kein gravierend höheres Risiko, aber die geringere Diversifikation führt zu einem höheren Risiko für den Anleger. Natürlich kann man gute Gründe machen, warum man dieses Risiko in Kauf nehmen will, da es hoffentlich auch zu einem höheren Ertrag führt, was wir uns gleich ansehen werden. In diesem Zusammenhang kann man auch die Frage beantworten, kann man Quality Growth Stocks, Quality Growth Aktien als eine eigene Asset-Klasse betrachten? Und hier muss ich sagen, lautet meine Antwort ganz eindeutig nein. Wenn man sich nämlich die Korrelation mit dem US-Markt ansieht, dann beträgt die 0,93. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr hohe Korrelation mit dem Gesamtmarkt. Und ich würde es daher nicht als eine eigene Asset-Klasse bezeichnen, nachdem es sich im Schnitt fast 1:1 mit dem Markt bewegt. Lassen Sie mich nun noch zu ein paar anderen Punkten kommen, die ich ein wenig kritisch sehe, was diese Investmentstrategie betrifft. Zum einen glaube ich, dass diese Strategie sehr schwierig für Kleinanleger zu operationalisieren ist. Viele der Auswahlkriterien der 10 Regeln, die Herr Seiler in seinem Buch vorstellt, sind eher qualitativ und daher ein bisschen schwierig zu quantifizieren. Wie quantifiziert man effektives Management oder eine solide finanzielle Basis? Das heißt, hier müsste man quantitativere Faktoren zugrunde legen und eine genauere Definition machen, um sie wirklich operationalisierbar für den Kleinanleger zu machen. Ich möchte auch noch kurz 2 konzeptionelle Kritikpunkte erwähnen in diesem Zusammenhang. Herr Seidan spricht in dem Buch öfter davon, dass ein hohes Wachstum von Firmen auch hohe Kursgewinne für die Anleger bedeutet. Da muss ich auf Basis der Forschungsergebnisse aus den letzten 50 Jahren dagegenhalten, dass dies nicht notwendigerweise der Fall ist, denn Anleger sind rational und antizipieren Wachstum für Firmen und preisen das daher bereits in die Kurse, in die Aktienkurse ein. Das heißt, höhere Kursgewinne für Aktien gibt es nur dann, wenn das Wachstum höher als erwartet ausgefallen ist. Ein hohes erwartetes Wachstum führt daher nicht in effizienten Märkten, führt daher nicht zu höheren Kursgewinnen. Auch einen zweiten Punkt, der
im Buch öfter auftaucht, kann ich nicht zustimmen. Und zwar der Behauptung, dass es möglich ist, höhere Renditen bei geringem Risiko zu erzielen, beziehungsweise der Behauptung, dass höhere Erträge üblicherweise mit höherem Risiko einhergehen. Herr Seidan macht den Punkt, dass diese Aussage falsch sei. Es gibt allerdings einiges an empirischer Evidenz, dass es einen Zusammenhang gibt, auch wenn es innerhalb von einer Assetklasse oft keinen klaren Zusammenhang gibt, in manchen Fällen auch ein umgekehrtes Verhältnis in manchen Bereichen gibt, so über alle Assetklassen hinweg gibt es doch einen starken Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Grafik aus dem Buch von Jeremy Siegel von der Wharton School zeigen. Der Titel des Buches ist Stocks for the Long Run. Und was Sie hier sehen, ist die Erträge verschiedener Assetklassen über die letzten 200 Jahre, von 1800 bis 2000. Und wie Sie sehen hier, wenn Sie einen Dollar im Jahre 1800 in Stocks, in den Aktienmarkt investiert hätten, dann hätten Sie 200 Jahre später einen Ertrag von ungefähr 8,8 Millionen. Dieser sehr hohe Ertrag, wie diese Grafik auch zeigt, kommt allerdings auch mit einem erhöhten Risiko. Wie Sie sehen, gibt es öfter mal Monate, in denen der Aktienkurs um 10 oder manchmal sogar um 20% nach unten gegangen ist. Im Vergleich dazu Anleihen, Bonds, ein Dollar investiert in Anleihen im Jahre 1800 liefert ein Ergebnis von $13.975 im Jahr 2000. Deutlich niedriger im Vergleich zu Aktien, aber wie Sie sehen, wie die Grafik zeigt, ist es auch mit weniger Risiko verbunden. Es gibt weniger Schwankungen nach oben und nach unten bei Anleihen. Noch weniger Schwankungen gibt es bei Treasury Bills, also sehr kurzfristigen Schuldverschreibungen. Im Vergleich dazu sehen Sie auch, wie viel Gold über diesen Zeitraum gebracht hätte. Nämlich ein Dollar investiert in Gold im Jahre 1800 gibt einen Ertrag von nur $14.38. was ziemlich genau der Inflationsrate, den Consumer Price Index, über diesen Zeitraum entspricht. Die Investmentstrategie von Herrn Seidan ist auf Wachstumsaktien konzentriert, Quality Growth Stocks. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn man viele Industrien ausklammert, wie zum Beispiel Versorger, die eher als Value Stocks gelten, haben weniger Wachstumspotenzial. Aber das heißt nicht, dass sie notwendigerweise geringere Kursgewinne am Aktienmarkt haben. Und was Sie in dieser Grafik sehen, ist ein Vergleich der Kursgewinne von Value Stocks und Growth Stocks. Diese Definition, die hier verwendet wurde, geht auf Farmer und French zurück und basiert auf der Book-to-Market-Ratio der einzelnen Unternehmen. Und was Sie hier in diesem Chart sehen, ist der Ertrag eines Portfolios, das eine Long-Position in Value-Stocks hat und eine Short-Position in Growth-Stocks. Das heißt, ein positiver Return bedeutet, dass Value-Stocks höhere Erträge erwirtschafteten als Growth-Stocks. Ein negativer Return bedeutet, dass Growth-Stocks höhere Renditen erzielten als Value-Stocks. Wie Sie hier über einen relativ langen Zeitraum von 100 Jahren, fast 100 Jahren sehen können, ist es üblicherweise der Fall in vielen Perioden, dass Value Stocks eine höhere Erträge erzielen als Growth Stocks. Diese Outperformance hat verschiedene Gründe. Es gibt dazu auch einige Theorien. Sie ist allerdings nicht in allen Zeiträumen der Fall. Und wir sehen hier gerade in den letzten 10, 15, 20 Jahren haben Wachstumsaktien Growth Stocks höhere Erträge erzielt als Value Stocks. Das wird auch wichtig sein, wenn wir uns dann in ein paar Minuten die Performance-Analyse der Strategie von Herrn Seidan über die letzten 20 Jahre ansehen, die ja einzig und allein auf Wachstumsaktien, auf Growth Stocks setzt. Lassen Sie mich zum Schluss jetzt die Frage stellen, die sich jede Investmentstrategie gefallen lassen muss, nämlich wie ertragreich ist diese Strategie? Lassen Sie mich eine Performance-Analyse dieser Strategie durchführen. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es ein bisschen schwierig für den Kleinanleger, diese Strategie zu operationalisieren. Aus diesem Grund habe ich mir die Performance angesehen von den Fonds, die auf Herrn Seidans Strategie basieren. Und zwar haben wir uns zwei Fonds hier herausgegriffen. Das ist der Seidan America Fund und der Seidan World Growth Fund. Die Performance-Analyse muss natürlich auch das Risiko der entsprechenden Strategie
mit einbeziehen. Aus diesem Grund versuchen wir, eine risikoattestierte Performance zu messen. Ein bekanntes Maß dafür ist das sogenannte Alpha, das im Wesentlichen die Überrenditen im Vergleich zum Markt sehr breit definiert, berechnet, bei einem konstanten identischen Risiko zum Markt. Die Berechnung hängt natürlich davon ab, wie man das Risiko misst. Für den US-Markt haben wir gute Vergleichsdaten. Hier habe ich 6 Risikofaktoren verwendet. Das sind zum einen die 5 Pharma-French-Faktoren und noch der Momentum-Faktor. Das ist ein ziemliches State-of-the-Art Asset-Pricing-Model zurzeit. Und damit können wir jetzt die Frage beantworten, wie schneidet der Silent America Fund und damit die Quality Growth Strategie im Vergleich zum Gesamtmarkt ab. Wie Sie ja sehen können, ist das Alpha für den Fonds, den es seit 2007 gibt, in den letzten 14 Jahren im Durchschnitt 16 Basispunkte pro Monat, also 0,16% pro Monat. Das ist positiv. Es hat eine höhere Performance als der Markt insgesamt. Es ist allerdings keine sehr hohe Performance, wie Sie ja sehen können. Das Alpha ist allerdings nicht signifikant von 0 zu unterscheiden. Es ist also nicht statistisch signifikant hier. Eine höhere Performance gibt es beim Silent World Growth Fund. Den gibt es auch schon länger, seit den Mitte der 90er Jahre. Und hier beträgt das Alpha 0,23% pro Monat, also 23 Basispunkte. Aufgrund der Datenverfügbarkeit habe ich hier nur ein Single-Factor-Alpha berechnet. Dieses ist auch signifikant. Sie sehen, der P-Value ist 2,8%. Das heißt, man erzielt signifikante Überrenditen in diesem Fonds über diesen Zeitraum. Natürlich ist das Alpha nicht konstant über die Zeit. Was Sie in dieser Grafik sehen, ist das Alpha der beiden Fonds, Silent World Growth in blau und Silent America in rot, über die letzten 20 plus Jahre. Und wie Sie sehen können, gibt es auch Perioden, wo wir sehr hohes Alpha haben. Das war beim Silent World Growth Fund der Fall Beginn der 2000er Jahre. Und auch in den jüngsten Jahren, wieder in den letzten 5 Jahren, gab es deutlich positives Alpha. Auch beim Silent America Fund in den letzten Jahren. Allerdings gibt es auch Perioden, wo diese Strategie ein negatives Alpha erzielt. Das heißt, hinter dem Markt zurückbleibt. Die Performance unter der des Marktes hat. Und das kann auch länger dauern, wie Sie es sehen. Kann es auch mal fast 10 Jahre geben, wo das Alpha negativ oder sehr nahe bei Null ist, diese Strategie. Das heißt, man braucht wirklich Geduld für die Strategie. Es ist klar, dass es eine auf langen Horizont ausgerichtete Handelsstrategie ist. Zum Abschluss möchte ich den Ertrag dieser Quality Growth Strategie noch in Bezug setzen zu anderen Strategien. Und zwar habe ich mir dazu herausgesucht, die Verteilung der Alphas von Mutual Fund Managern. Und zwar alle Fonds, die in den USA verfügbar sind. Und hier haben wir das Alpha pro Monat wieder und können es vergleichen zu den beiden Fonds von Herrn Seilern. Sie sehen ja, die Verteilung ist sehr breit. Es gibt Fonds, die haben eine monatliche Underperformance von 2%, also ein Alpha von minus 2%. Es gibt welche, die haben ein Alpha von fast plus 2%, allerdings sehr wenige, wie Sie in der Verteilung sehen. Die meisten Fonds haben ein Alpha sehr nahe bei Null, was in einem effizienten Markt natürlich auch zu erwarten ist. Leicht positiv hier der durchschnittliche Fundmanager im Alpha. Und wie Sie sehen können, in diese Kategorie fallen auch die beiden Fonds von Herrn Seilern. Seilern America Fund und Seilern World Growth Fund haben beide ein positives Alpha und fallen in diese Kategorie zwischen 0 und 0,33% pro Monat. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass auch wenn ich nicht allen Behauptungen von Herrn Seilern zustimmen kann, auch wenn nicht alle im Einklang mit der wissenschaftlichen Forschung stehen, so lohnt es sich auf jeden Fall, Herrn Seilers Buch zu lesen. Und ich glaube, diese Quality Growth Strategie ist auf jeden Fall eine lukrative Alternative zu anderen Strategien, die man ernsthaft in Betracht ziehen sollte. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Strobel. Wenn man den Autor Peter Seilern vorstellen möchte, dann kann man natürlich sehr, sehr viel über ihn erzählen. Aber wenn man nur einige Dinge herausnehmen möchte, dann vielleicht, dass er
Gründer des Unternehmens Cylon Investment Management ist. 1989 war das, aber schon seit 1973 in der Finanzbranche aktiv ist und dass er sehr, sehr lange Portfolio-Manager sowie als Verwalter von Privatkundenportfolios bei Banken in Wien, Frankfurt, Genf und London tätig war. 2019 ist dann sein Bestseller erschienen, Only the Best Will Do. Und heuer, 2021, gibt es eben die deutsche Übersetzung, die besten Aktien der Welt. Mittlerweile gibt es übrigens schon Übersetzungen ins Spanische und Koreanische und gearbeitet wird jetzt am Französischen und Chinesischen. Alles sehr international. Sehr interessant und auch aussagekräftig für die Vorstellung des Autors finde ich auch das Vorwort des Buches. Geschrieben von einem der beiden Übersetzer, Dr. Eschelmüller, der zweite ist übrigens Dr. Stadlinger und das möchte ich Ihnen gerne kurz vorlesen. Ich kannte Peter Seilern damals noch nicht und war daher überrascht, als ich einen großen, schlanken Herrn mittleren Alters sah, dessen Auftreten fern von jeder Attitüde und jedem nach Aufmerksamkeit strebenden Verhalten war. Der Feind des Wissens ist das Wissen wollen und der Feind des Erfolges ist die Gier nach diesem. Das ging mir durch den Sinn. Nur wer absichtslos mit großer Kenntnis und Fleiß sein Ziel verfolgt, ist langfristig erfolgreich. So dachte ich damals und der erste Eindruck, wie trügerisch und irreführend er manchmal auch sein mag, trug hier nicht. Herr Seilern und ich kamen ins Gespräch. Von Anfang an herrschte ein Gefühl der gegenseitigen Sympathie und Wertschätzung. Und so folgten auf dieses erste Gespräch noch viele weitere und die Zusammenarbeit war stets ein Gewinn und hat bis zum heutigen Tag nichts von ihrer Qualität verloren. Ganz im Gegenteil. Das ist doch eine wunderschöne Überleitung, finde ich, auf ein Gespräch mit dem Autor, das nun mein sehr geschätzter Kollege noch aus ORF-Tagen, Josef Prokal, führen wird. Bitte schön. Guten Tag, Herr Seilern. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Ich habe Ihr Buch vor 3 Wochen in die Hand genommen, habe den Titel gesehen, Die besten Aktien der Welt, und habe mir gedacht, das ist schon ein heftiger Titel mit einem großen Anspruch. Wie begründen Sie den? Erstens, Herr Buchal, ich bin derjenige, der Ihnen sehr dankt, dass Sie heute hier sind und mit mir sprechen. Das ist eine ganz große Ehre. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung, dass es ein heftiger Titel ist, die besten Aktien der Welt, mit einem großen Anspruch. Und im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass diese Unternehmen die besten sind der Welt. Sie erfüllen alle unsere 10 goldenen Regeln, die ein Anleger in qualitätsvollem Wachstum sucht. Und er sucht das mit dem Ziel, nicht nur das Risiko, Geld zu verlieren, so niedrig wie möglich zu halten, sondern gleichzeitig einen überdurchschnittlichen Ertrag über viele Jahre zu erzielen. Ich weiß, das klingt paradoxal und geht eigentlich gegen alles das, was man in einer herkömmlichen Business-Schule lernt, ist aber dennoch Tatsache. Herr Seilern, wir haben jetzt gehört, was Universitätsprofessor Strobel zu Ihrem Investmentansatz sagt. Was sagen Sie zu seinen Thesen? Zuerst danke ich ihm auch vielmals, dass so eine prominente Figur wie er eine These geschrieben hat und vorgetragen hat über Quality Growth Investing. Es sind gewisse Teile von seinem Vortrag, also sind alles sehr interessant, aber gewisse Teile gehen in dieselbe Richtung. Er sagt, dass es für den Kleinanleger natürlich schwierig ist, so ein Quality Growth Programm zu fahren, als individueller Investor, das auch stimmt. Und dann, was dann sehr interessant ist, er schaut sich das ganze Thema Risiko von einer anderen Perspektive, von einem anderen Blickwinkel an. Der Unterschied zwischen seiner Risikoperspektive und meiner Risikoperspektive ist, dass bei ihm, und das wird auch in den Business-Schulen gelernt, wird das Risiko quantitativ beschrieben oder analysiert, währenddessen bei uns wird das Risiko qualitativ definiert.
Der Professor hat auch gesagt, dass die 10 goldenen Regeln in meinem Buch alle qualitativer Natur sind, was absolut stimmt. Und seine Beschreibung von Risiko ist eigentlich, ich würde sagen, auf Griechisch definiert. Da kommen sehr viele Worte wie Alpha, Beta, Gamma, Delta. Und bezieht sich, der ganze Risikoausblick bei ihm bezieht sich auf die Aktienkurse und auf die Aktienkursschwankungen. Und je volatiler ein Aktienkurs ist, desto größer ist das Risiko für den Anleger. Währenddessen bei uns ist die Schwankung vom Aktienkurs eigentlich nebensächlich. Das hat zu tun mit der Laune des Investors an einem gewissen Tag oder in einer gewissen Woche. Und was bei uns viel wichtiger ist, ist die Volatilität bzw. die Schwankung vom unterliegenden Geschäft. Das heißt, wir schauen uns das Geschäft, das Business mit allen Facetten an. Und der Professor schaut sich die Aktienkursbewegung von allen verschiedenen Facetten an. Und ich würde sagen, das ist der Unterschied zwischen quantitativ und qualitativ. Und sehr interessant, was er gesagt hat. Sie sprechen in Ihrem Buch von qualitätsvollem Wachstum, auf Englisch Quality Growth. Was verstehen Sie von unter qualitätsvollem Wachstum im Gegensatz zu purem Wachstum? Das Wort Quality, Qualität, bezieht sich auf die Bilanz des Unternehmers und auf das Management. Zum Beispiel wie Teilhaber und Teilnehmer, und das übersetze ich als Shareholders und Stakeholders, behandelt werden und wie die Interessen des Management mit denen der anderen Mitmacher im Einklang stehen. Das Wort Growth, Wachstum, entsteht aus der Erfüllung derjenigen 10 goldenen Regeln, die sich auf Wachstum beziehen. Das heißt, für Ihre Art von Investieren kommen eigentlich nur Unternehmen in Frage, die den Shareholder ernst nehmen. Unternehmen in Frage, die den Shareholder ernst nehmen und vor allem die vom Shareholder ernst genommen werden. Es sind ja lauter Mitbeteiligten in einem Unternehmen. Die Stakeholder sind zum Beispiel die Lieferanten, die Kunden und die Angestellten, 3 typische Kategorien. Wenn alle miteinander im Einklang stehen und zufrieden sind, dann zeigt das von einem erfolgreichen Unternehmen. Mhm. Lassen Sie uns jetzt ein wenig tiefer eintauchen in das Wesen von Quality Growth. In Ihrem Buch stellen Sie 10 goldene Regeln auf. Können wir über die in aller Kürze mehr erfahren? Selbstverständlich. Nummer 1, ein erweiterbares Businessmodell, bestehend entweder aus dem Plattformmodell oder kapazitätsgetrieben. Nummer 2, ein überdurchschnittliches Branchenwachstum, nämlich Erträge treiben Aktienkurse an mit Compounding-Effekt, Zinseszinseffekt. 3, eine konsequente Branchenführerschaft, das heißt eine führende Position in einer wachsenden Branche, das ergibt Preissetzungsmacht bzw. Preisdominanz für das Unternehmen. Nummer 4, ein langfristiger Wettbewerbsvorteil, das heißt entweder überlegene Produkte bzw. Dienstleistungen oder ein überlegenes Geschäftsmodell. 5, ein starkes organisches Wachstum, das heißt selbst generierte Gewinne produzieren Wachstum durch eigene Kraft und Ressourcen. Nummer 6, eine breite Diversifikation, sowohl geografisch als auch beim Kundenpotenzial. Das Klumpenrisiko wird dadurch reduziert und die Preissetzung dabei gefestigt. Nummer 7, eine geringe Kapitalintensität und hohe Kapitalerträge. Das heißt, Kapitalzuführungen werden vermieden und sind nicht notwendig. Und das führt zu höherer Rendite auf eingesetztes Kapital und natürlich dadurch Wertschöpfung. Nummer 8, eine solide finanzielle Basis. Das heißt,
Verschuldung ist gefährlich, weil erstens macht sie andere Vorteile zunichte, zweitens, sie ist schlecht für die Marktbewertung und drittens, sie schränkt ein die Unternehmensflexibilität. Nummer 9, eine transparente Konzernbuchführung und Bilanzierung. Das heißt, kein Unterschied zwischen bereinigten und ausgewiesenen Ergebnissen. Mit anderen Worten, keine Buchhaltungstricks. Und Nummer 10, ein besonders effektives Management und Controlling. Das heißt auf Englisch Corporate Governance. Das heißt, Management muss im besten Interesse von Aktionären und Stakeholdern agieren. Das heißt, eine Aktienkultur im Land hilft natürlich. Sie schreiben in Ihrem Buch, nur etwa 50 bis 60 Unternehmen weltweit würden diesen Ansprüchen genügen. Ich habe im Internet nachgesehen, im Augenblick sind weltweit gesehen 43.000 Titel an den Börsen auf allen Kontinenten im Angebot. Da muss man da ordentlich lang die Spreu vom Weizen trennen. Ja, es geht tatsächlich darum bei Quality Growth Unternehmen. Nämlich der Erfolg für den Anleger besteht darin, dass er herkömmliche Branchen, Automobil, Rohöl und so weiter, oder solche, die gerade in Mode sind, meidet, um das Risiko eines permanenten Kapitalverlustes zu reduzieren. Aber das erfordert natürlich die eiserne Disziplin, wodurch eben die modischen Anlagen oder solche, wo der Aktienkurs rasant steigt, das sind sogenannte Momentumanlagen, gemieden werden. Und das bedeutet Selektion auf höchstem Niveau, auch wenn das Momentum sehr lange andauern kann, manchmal Jahre hindurch, und der Anleger schöne Gewinne erzielen hätte können. Das ist aber nicht Quality Growth investieren. Professor Strobel stellt in seinen Gedanken auf das ab, was ich als Laie jeden Tag in der Tageszeitung oder im Internet lesen könnte. Börsenkursschwankungen, Kapitalerhöhungen, Rückkauf von Kapital, also auf gut Deutsch die Dinge, die jedermann erfahren kann, Quantitäten. Sie stellen ab auf Dinge, die ich nicht täglich in der Tageszeitung lesen kann. Sie stellen ab auf innere Werte eines Unternehmens, die aber sich in der Öffentlichkeit kaum präsentieren. Ist das der große Unterschied zwischen Ihrem Ansatz und dem, was Professor Strobel sagt? Das ist sehr gut definiert, Herr Bruckal. Das ist genau der große Unterschied. Das, was wir machen, ist eigentlich eine, natürlich auf hohem Niveau, aber eine Analyse hinter den Kulissen. Mhm. Die Arbeit, die wir machen, darüber liest man sehr wenig in den Zeitungen oder auf den Bildschirmen und so weiter. Ist auch nicht eine sozusagen populäre Methode. Ich würde sagen, dass heute der Amateuranleger ganz bestimmt nicht allein so eine Arbeit durchführen kann hinter den Kulissen. Da braucht man natürlich eine ganze Mannschaft und die wird erstellt über Jahre. Und das müssen auch Leute sein, die auch so denken. Hingegen das, was der Professor angepeilt hat heute, das können Sie jederzeit in Hunderten von jeden Tag, jederzeit in den Zeitungen lesen, auf den Bildschirm, in den News. Das ist viel gängiger und deswegen verstehen das die Kleinanleger wahrscheinlich besser und deswegen können sie sich mehr damit identifizieren, mhm, vor allem dann, wenn sie in einer Business-Schule gewesen sind. Ja. Mir hat gut gefallen ein Absatz in Ihrem Buch, wo Sie schreiben, investieren ist eine Wissenschaft und es ist eine Kunst. Und dann erklären Sie, was Sie damit meinen. Sie sagen, eine Wissenschaft ist es dann, wenn ich nur Aktienfonds kaufe, wenn ich nur Indexfonds kaufe. Da kann ich in jede Zeitung reinschauen, da sehe ich, was los ist. Aber der Preis dessen ist ein geringer Ertrag, nämlich der durchschnittliche Ertrag des Marktes. Aber investieren, sagen Sie dann, ist dann eine Kunst, wenn ich versuche, lange, immer die besten Aktien der Welt zu finden, die weit über diesen Erträgen performen. Das hat mir sehr gut gefallen. Wissenschaft und Kunst. Sie sind auf der Seite der Kunst.
Ich habe eigentlich versucht zu zeigen, dass das herkömmliche Investieren insofern eine Wissenschaft ist, weil es zum Beispiel viele Indexfonds gibt, die es früher nicht gegeben hat. Aber auch deswegen, weil diese quantitativen Strategien werden sehr oft durchgeführt von einem Computer. Das heißt, es ist eine Wissenschaft, die hinter dem computergetriebenen Anlegen steht. Was ich dann auch gemeint habe, ist, dass eine Überperformance, eine bessere Performance zu erzielen, als die, die erzielbar ist durch einen Indexfonds, das ähnelt einer Kunst. Und zwar denken Sie an die ganze Arbeit, die hinter den Kulissen stattfindet, inklusive Fingerspitzengefühl und Menschenkenntnis und solche intangiblen Sachen. Und verzeihen Sie, das, jahrzehntelange Erfahrung vermutlich? Jahrzehntelange Erfahrung, genau, pardon. Und das ist, sagen wir, das künstliche Element, weil das bedeutet, oder da braucht man Fingerspitzengefühl und eben Erfahrung. Ja, es fällt auf beim Lesen dieses Buches, dass da die großen Namen fehlen, die wir täglich auf den Wirtschaftsseiten der Tageszeitungen lesen können. Da gibt es kein Tesla, kein Uber, kein Amazon, kein Microsoft, kein Google, aber es gibt oft Familienunternehmen, die ihren Geschäften in Ruhe nachgehen. Warum diese Wahl? Also abgesehen von Microsoft, das ist eine andere Situation, aber was bei Amazon, Tesla oder Uber fehlt, sind ein ununterbrochenes Gewinnwachstum und das Ganze in den letzten 10 Jahren, sowie viele andere goldene Regeln, die der Quality Growth Investor sucht, um gar nicht von einer schuldenfreien Bilanz zu sprechen. Nun, es ist aber durchaus denkbar, dass Unternehmen wie Amazon oder Tesla eines Tages sämtliche goldenen Regeln erfüllen werden. Und deswegen darf sie der Quality Growth Anleger keinesfalls ganz aus den Augen verlieren. Das ist aber natürlich Zukunftsmusik per heute. Und wenn man dabei Kursgewinne in der Zwischenzeit versäumt, ja, so gehört das dazu. Ja, darf ich noch den Teil der Frage wiederholen, in dem ich Sie gefragt habe, dass mir aufgefallen ist, dass Sie oft Familienunternehmen empfehlen, international tätige Familienunternehmen, wohlgemerkt. Warum? Es gibt da in meinem Buch ein paar Paragraphe, die zeigen, dass die Familienunternehmen im Grunde genommen sehr dauerhaft gewesen sind und sind. Es gibt auch eine konkrete Studie darüber, ich glaube von Credit Suisse geschrieben. Die Familienunternehmer haben meistens Familienmitglieder in sich, im Top-Management. Man vertraut einander. Und die Geschichte hat gezeigt, dass solche Familienunternehmer wie zum Beispiel Hermes, ist ein sehr gutes Beispiel, das ist, glaube ich, im Jahr 1837 von Thierry Hermès gegründet worden. Ja. Und diese Familienunternehmen sind sehr dauerhaft. Mhm. Meine letzte Frage: Wie wirkt sich Ihr Quality Growth Ansatz auf den Ertrag aus? Muss ich als Investor den Gewinn an Sicherheit mit dem Verlust an Ertrag einkaufen, also Quality und nicht Quantity? Also meiner persönlichen Ansicht nach müssen Sie als Investor, Quality Growth Investor, keinesfalls den Gewinn an Sicherheit mit einem Verlust an Ertrag kompensieren. Der Grund ist, dass Erträge treiben Aktienkurse an mit Compounding, das ist sehr wichtig, also sozusagen mit Zinseszinseffekt. Und das entsteht aus dem überdurchschnittlichen Branchenwachstum, in dem das Unternehmen nicht nur aktiv ist, sondern es dieses Branchenwachstum noch dazu übertrifft, Herr Burghal. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Seilern. Danke Ihnen herzlich, Herr Burghal. Alles Gute. Herzlichen Dank. Ja, es gibt natürlich einige Grußworte für dieses Buch heute, aber leider konnten nicht alle anwesend sein. Deswegen darf ich eine der Grußbotschaften vorlesen von Detlef Gloff. Er ist Head of Lipper EMEA Research von der Refinitiv London Stock Exchange Group. Er schreibt:
In Europas Fondsbranche gibt es viele kleine Anbieter von Investmentfonds. Diese sogenannten Fondsboutiquen werden häufig von der Masse der Investoren übersehen, obwohl die von ihnen verwalteten Fonds häufig gute oder sehr gute Ergebnisse abliefern. Eines jener Häuser, die bis zum Beginn des Jahres 2016 von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet geblieben waren, ist die von Peter Seilern Asbank, im Jahre 1989 gegründete Seilern Investment Management Ltd. aus London. Während des ersten Quartals 2016 wurde die Seilern Investment Management Ltd. das erste Mal in Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich sowie für ganz Europa als bester kleiner Anbieter für Aktienfonds mit einem Lipper Fund Award ausgezeichnet. Auch in den Folgejahren konnten die Fonds verschiedener Lipper Fund Awards gewinnen, was für die Qualität des Managementansatzes des Hauses spricht. Da mit diesen Auszeichnungen auch ein steigendes Interesse von Anlageberatern, Investoren und den Medien einhergeht, hat sich die Bekanntheit der Seilern Investment Management Ltd. und dem von Peter Seilern geprägten Investmentstil in der Folge stark erhöht. Ich wünsche ihm und seinem Buch daher auch weiterhin viel Erfolg. Detlef Glöf. Und nun folgen weitere Grußworte in alphabetischer Reihenfolge. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Peter Seilern, ich darf Sie heute begrüßen als Vertreter der Liechtensteinischen Landesbank Österreich. Wir dürfen Peter Seilern seit Jahren begleiten und fungieren in Österreich als Kapitalanlagegesellschaft und Depotbank für seinen Seilern Global Trust. Der Fonds hat sich hervorragend entwickelt, natürlich aufgrund der ausgezeichneten Performance des Investmentansatzes. Das ist aber auch nicht unentdeckt geblieben und so dürfen wir uns vor allem in den letzten Jahren gemeinsam über substanzielle Zuflüsse erfreuen. Beim Lesen der Biografie von Peter Seilern sind mir aber noch mehr Gemeinsamkeiten aufgefallen. Wir haben beide für Sal Oppenheim gearbeitet, eine traditionsreiche, familiengeführte Privatbank, die über 225 Jahre viele Krisen gut gemeistert hat und schließlich in der Finanzkrise doch unterging. Daran sieht man, dass man auch die besten Unternehmen laufend analysieren muss und beobachten, ob das Management sich noch an die Werte und Regeln hält, die sie erfolgreich gemacht haben. Später konnten wir beide unseren Traum verwirklichen, in der Finanzindustrie unternehmerisch tätig zu sein und haben das erfolgreich umgesetzt. Und zum Schluss darf ich mich heute outen als ein seit vielen Jahren sehr zufriedener Investor im Seilern Global Trust. Als ich begonnen habe, mich mit dem Ansatz von Peter Seilern zu beschäftigen und noch mehr jetzt beim Lesen des Buches, habe ich den Eindruck gewonnen, dass wir immer schon einen sehr ähnlichen Zugang zu Investitionen in Aktien hatten. Ich sehe sie als langfristiges Investment in die Realwirtschaft und nicht als kurzfristige Spekulation. Das bedingt aber natürlich auch das laufende qualitative Analysieren der Unternehmen, so wie es Peter Seilern in den 10 goldenen Regeln zusammenfasst. Ich teile seine Meinung, dass Volatilität und Risiko nicht das Gleiche sind, auch wenn die Kapitalmarkttheorie seit über 60 Jahren versucht, uns genau das einzureden. Und schließlich bin ich überzeugt, dass Good Corporate Governance eine Voraussetzung für langfristigen Erfolg ist, gemeinsam mit dem Einhalten von sozialen Standards und neu natürlich vermehrt von Umweltstandards. Insofern war und ist Peter Seilern ein Vorreiter in Sachen ESG, noch bevor das in aller Munde war. Quality Growth Investment ist für mich ein wesentlicher Beitrag zum realen Vermögenserhalt und Vermögensaufbau. Es kann einen Beitrag leisten
damit sich Unternehmen auf ihre ESG-Ziele fokussieren. Es kann ein Beitrag sein zur Entwicklung einer Kapitalmarktkultur, gerade in Österreich und im deutschsprachigen Raum sehr notwendig. Und es ist ein Beitrag zur Eigenvorsorge, zur privaten Pensionsvorsorge. Hier ist natürlich auch die Politik gefordert, die ich leider heute nur virtuell erreichen kann, mit der Bitte, langfristige Investments, die zur Pensionsvorsorge dienen, nicht mit einer ewigen latenten Steuerhängigkeit zu bestrafen. Insofern kann ich dieses Buch der Politik, aber vor allem allen Investoren nur wärmstens ans Herz legen. Ich beglückwünsche Peter Seilern zu diesem Werk, wünsche ihm viele Leser, aber vor allem weiterhin so viel Erfolg mit seinem Investmentansatz. Vielen Dank. Herzlichen Dank, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrter Laureat, Herr Peter Seiler-Aspang. Im Mittelpunkt meiner heutigen Lobrede steht im wahrsten Sinn des Wortes ein Entrepreneur der Sonderklasse. Medien schreiben über ihn, the best performing fund manager you've ever heard of, beziehungsweise we haven't been so good at marketing, says Austrian investor who is enjoying a period of stellar performance. Peter Seiler-Aspang ist Vorsitzender, Direktor und Mehrheitsaktionär von Seiler Investment Management. Aus seinem aktuellen Bestseller Die besten Aktien der Welt hat mich auf Seite 40, Kapitel 1, Denkmuster eines Investors besonders inspiriert. Ich darf kurz daraus zitieren: Das Wissen und das Temperament eines Investors sind von entscheidender Bedeutung. Manche Anleger denken, investieren sei eine aufregende und abenteuerliche Angelegenheit oder zumindest das Gegenteil von ruhigem, akribischen Arbeiten. Doch jeder, der den Aktienmarkt, sei es im Guten oder im Bösen, mit einem Casino gleichsetzt, der irrt gewaltig. Gute Investitionen benötigen Bescheidenheit, Durchhaltevermögen und einen langen Zeithorizont. Mit diesem Leitsatz verpflichtet der Investor auf Emotion, lässt das Modernistische und Trendige außen vor und ignoriert alle Stimmen, die nach täglichem Handeln rufen. Peter Seiler-Aspang denkt und handelt in Generationen. Für private Anleger, institutionelle Investoren und Mitarbeiter war er stets eine stabile Konstante. Den immer wiederkehrenden Turbulenzen des Kapitalmarkts begegnete er stets besonnen, mit Übersicht und hoher Fachkompetenz. Stilmerkmale wie Achtsamkeit, Loyalität, Feinstofflichkeit sowie sein unabdingbarer Qualitätsanspruch prägen seine Persönlichkeit. Er hat konsequent auf Werte gebaut und steht seit über 3 Jahrzehnten mit seinem Unternehmen Seiler Investment Management für Exzellenz, Vertrauen und gelebte Nachhaltigkeit. Dies wie kein anderer. HDI Leben setzt in seiner fondsgebundenen Lebensversicherung genau auf diese Werte. Top Ratings, 5 Sterne und 5 Globen bei Morningstar, deutlich attraktivere Wertentwicklung als die Vergleichsgruppen von Morningstar, risikoadjustiert, attraktiver als Vergleichsgruppen und auch als der MSCI World Europe in der 3-, 5- und 10-Jahres-Betrachtung. Ein niedriges Verlustpotenzial, auch in schwierigen Zeiten, 2018 lediglich minus 1,5% gegenüber der Vergleichsgruppe, mit minus 9,6 beziehungsweise im MSCI World mit minus 4,1%. Global diversifiziertes, hochliquides Portfolio, kontinuierlich steigende Mittelzuflüsse von Investoren und das seit Q4 2017. Meine Damen und Herren, beeindruckende Fakten.
Und gestatten Sie mir vielleicht abschließend noch einige persönliche Anmerkungen. In unserer doch so bunten, schillernden und agilen digitalen Welt sind Vorbilder leider breitflächig abhanden gekommen. Doch genau diese benötigen die Menschen in Zeiten wie diesen. Die Welt sehnt sich einmal mehr nach haltbaren Perspektiven, nach Orientierung, Respekt und gelebter Werthaltung. Unternehmerpersönlichkeiten wie Peter Seilan Aspang verkörpern und leben diese Tugenden, sind immer in Bewegung, setzen auf Bewährtes und gehen aber auch neue Wege. Auf sie ist insbesondere in Zeiten wie diesen Verlass. Dafür gebührt ihm unser aller Dank, höchste Anerkennung und alles Gute für die Zukunft. Abschließend darf ich noch sehr herzlich dem Übersetzerteam Eschelmüller und Stadlinger sehr herzlich danken, welches die besten Aktien der Welt in beispielloser Art ins Deutsche übersetzt hat. Damit, meine Herren, haben Sie einen wertvollen und sinnstiftenden Beitrag an die Gesellschaft gestiftet. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich anlässlich der Buchpräsentation Die besten Aktien der Welt von Peter Seilan Aspang begrüßen. Wie Sie wissen, bringen Sparbücher schon seit langem keine Zinsen mehr. Auch mit nun neuerlich, vor allem infolge der Pandemie, anziehender Inflation wird sich dieses Bild aller Voraussicht nach nicht so schnell ändern. Also was tun? In Österreich wird die Aktie infolge einer fehlenden traditionellen Aktienkultur ohnehin als Teufelswerk und böses Spekulationsobjekt verunglimpft. Ich denke aber, dass auch das staatliche Pensionssystem in Österreich seine Grenzen nicht nur infolge der Altersstruktur, sondern auch angesichts der weltweit hohen Staatsverschuldungsraten allgemein erreicht hat. Durch die vergangene Finanzkrise sowie die Pandemie hat sich dieser Prozess nochmals beschleunigt. Die Staatsverschuldungsraten zu den Bruttoinlandsprodukten konnten nie wirklich abgebaut werden, sondern weiteten sich sogar noch weiter aus. Wer eine zweite Säule in Form einer betrieblichen Vorsorge oder Pensionskasse hat, kann sich glücklich schätzen. Somit bleibt nur die Eigenvorsorge als drittes effizientes Element bestehen, um sein Kapital langfristig abzusichern. Da gibt es nun mehrere Möglichkeiten. Manche schwören auf Immobilien, einerseits sind die Preise aber dort schon ziemlich fortgeschritten. Andererseits ist der Kapitaleinsatz für entsprechende schöne Objekte enorm. Das wohl einzige liquide Element, in das man auch schon mit geringeren Beiträgen jederzeit ein- wie aussteigen kann, sind somit Aktien. Werte von Aktien können zwar kurzfristig starken Schwankungen unterliegen, langfristig haben aber Unternehmenswerte Bestand und werfen unterjährig auch noch Dividenden von ihren Gewinnen ab. Je nach Börsenphase ist es schwierig, vom Timing her immer die richtigen Aktien zu finden. Zum einen gibt es zyklische Werte, welche stark vom jeweiligen Konjunkturzyklus abhängig sind. Diese Aktien sind starken Schwankungen unterlegen. Hier einen Teil seines Kapitals möglichst frühzeitig vor einem Aufschwung einzusetzen, macht aber sicher Sinn. Dann gibt es defensive Werte, welche unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung eigentlich kontinuierlich Gewinne machen und Dividenden abwerfen. Auch solche Aktien sollte man zur Stabilisierung und Absicherung im Portfolio haben,
wenngleich die erwarteten Erträge daraus geringer sind. Eine dritte Kategorie wären Wachstumsaktien bzw. Startups. Hier muss eine tragfähige Investmentstory erkennbar sein, welche glaubwürdig und realistisch erscheint. Meist handelt es sich um Unternehmen, welche noch nie Gewinne erwirtschaftet haben. Sollte ein Businessplan aufgehen, ist das Kurspotenzial aber enorm. Im anderen Fall hat es aber auch schon Unternehmen gegeben, welche nie ihre in Aussicht gestellten Ziele erreicht hatten und welche dann auch vielfach in Pleiten geendet hatten. Eine vierte Kategorie an Aktien sind sogenannte Turnaround-Stories, mit denen man glaubt, dass das Management die Unternehmen wieder in die Gewinnzone führen kann. Auch hier ist das Kurspotenzial enorm. Ein Turnaround muss sich aber auch erst nachhaltig herausstellen. Wahrscheinlich ist es am besten, in einen Mix aus all diesen Aktienkategorien zu investieren. Wobei wohl ein Schwerpunkt bei zyklischen wie defensiven Qualitätsaktien, sogenannten Value-Aktien, liegen sollte, mit einer Beimischung aus risikoreicheren Aktienklassen, also reinen Wachstums- und Turnaround-Stories. Jedenfalls kann man so langfristig, also auf Sicht von 5, 7 oder mehreren Jahren, ohne dazwischen kurzfristig nervös zu werden, einen deutlichen Mehrertrag an Rendite erwirtschaften, welche das mit klassischen passiven Anlageprodukten abdecken. Eines sei zum Abschluss noch gesagt. Bei allem eidgenössischen Konservatismus haben die Schweizer sehr erfolgreich erkannt, dass ein Investment in eigene Aktien zur Vorsorge Sinn macht. Deshalb gibt es dort auch eine bestehende Aktienkultur in der Bevölkerung. Ich verstehe aber nicht, warum ein privates Veranlagen in Österreich in heimische Aktien wie beispielsweise Wienerberger, Österreichische Post, Andritz oder Meyer-Mellenhof, um nur einige zu nennen, und da gibt es viele Beispiele, verteufelt wird. Mir fehlt es da auch an Patriotismus, um an österreichischen Unternehmenswerten, welche noch dazu nachweislich sehr erfolgreich, vor allem in Zentral- und Osteuropa tätig sind, mit zu partizipieren. In der Hinsicht ist Österreich, was eigene inländische Aktieninvestitionen betrifft, mit Sicherheit unterentwickelt und fällt damit eher in eine Emerging Markets Klassifizierung. Ich möchte abschließend Peter Seilern zu seinem Buch zur dritten Auflage bereits Die besten Aktien der Welt gratulieren und glaube, dass dieses Buch, vor allem was Qualitätsaktien betrifft, langfristig eine gute Alternative sein kann, um hier Value Added für Investoren und auch private Investitionen zu schaffen. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man das Buch von Herrn Seilern in die Hand nimmt, ist sowohl im Untertitel als auch im Buch selbst die Rede von Rendite. Und Rendite ist ja nicht immer ein positiv besetztes Wort. Dennoch ist es ein notwendiges volkswirtschaftliches Instrument, um ein Ansparen für die Zukunft und damit das Transferieren von Leistungen in eine ungewisse Zukunft zu erzielen. Pensionskassen und betriebliche Vorsorgekassen leisten dies und sind Spezialisten in diesem Ansparen für die Zukunft. Und damit für ein höheres Lebensalter vorzusorgen, indem man nicht mehr so leistungsfähig ist, meist keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgeht und damit meist keine zusätzlichen Einnahmen hat. Strukturierte Altersvorsorge ist somit eine zivilisationstechnische Leistung in fortgeschrittenen Gesellschaften. Und Pensionskassen
und betriebliche Vorsorgekassen wollen eine Ergänzung zur staatlichen Alterspension bieten, um die Lebensqualität auch in der Pension zu sichern. Rendite ist also notwendig. Pensionskassen und betriebliche Vorsorgekassen erfüllen damit einen sozialen Zweck für die Gesellschaft. Aber um diesen Zweck für eine Gesellschaft erfolgreich und langfristig erfüllen zu können, ist auch ein Vertrauen in dieses Instrument notwendig. Und Vertrauen erreichen die Pensionskassen und Vorsorgekassen aber nur, wenn diese ein Ansparen auch professionell durchführen, Sicherheit und Stabilität gewährleisten und eben Rendite erwirtschaften. Und Herr Seilern beschäftigt sich eben intensiv mit Rendite. Und er weist in seinem Buch richtigerweise auch darauf hin, dass Quality Growth Investing gerade für Pensionsfonds von großer Bedeutung ist. Pensionskassen in Österreich haben allein nach dem Pensionskassengesetz im Interesse ihrer Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zu arbeiten. Gerade in einer Niedrigzinsphase bzw. Nullzinsphase bzw. Negativzinsphase, in der wir uns befinden, ist es daher für Pensionskassen und Vorsorgekassen besonders wichtig, auf interessante Veranlagungsprodukte auch in Nischensegmenten setzen zu können, um im Interesse ihrer Anwartschafts- und Leistungsberechtigten und Kunden eine gute Rendite erwirtschaften zu können und Stabilität im langfristigen Verlauf gewährleisten zu können. Und Pensionskassen haben seit ihrem Bestehen, seit 30 Jahren, bei gewissen Volatilitäten eine durchschnittliche Jahresperformance bzw. Rendite von 5,3% jedes Jahr erwirtschaftet. Insofern ist das Werk von Herrn Seilern mit klaren Regeln eine wichtige Verdeutlichung, dass Aktien in langfristigen Investments notwendig sind und ein spannendes Potenzial für Wertsteigerungen und Renditen bieten. Volatilitäten aber auch normal sind, Quality Growth Investing jedoch in schwierigen Phasen der Wirtschaft und der Finanzmärkte ein geringeres Risiko- und Verlustpotenzial hat. Ich gratuliere Herrn Seilern sehr herzlich für dieses gut lesbare und gut strukturierte Buch über die relevanten Parameter von erfolgreichen Investments. Ich darf mich jetzt gemeinsam mit dem Autor Peter Seilern und den beiden Übersetzern des Buches, Dr. Eschelmüller und Dr. Stadlinger, sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und ich habe so dieses Gefühl, dass diese Zusammenarbeit wirklich unter einem sehr, sehr guten Stern gestanden hat. Ist dem so, Herr Seilern? Frau Engstler, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie diese netten Worte gesagt haben, die außerdem vollkommen stimmen. Als Autor hätte ich dieses Buch nicht produzieren können ohne Dr. Eschelmüller und Dr. Stadlinger, die das Buch nicht nur übersetzt haben, sondern so übersetzt haben, dass der Leser, der deutsche Leser, glaubt, das ist das Original. Und das ist sehr schwer zu erreichen und deswegen danke ich den Doktoren und wir drei sind das Team. Ja, das, so hat man auch wirklich das Gefühl, ich glaube, den beiden Herren geht es ebenso, ja, oder? Ja, absolut. Ja, ich fühle mich als Teil eines Teams wertgeschätzt und ja, bin sehr glücklich und dankbar dafür. Dankeschön. Herr Dr. Stadlinger? Auch ich kann es nur bestätigen. Ich habe heute in der Nacht so ein bisschen den E-Mail-Verkehr zwischen uns allen während der Übersetzung Revue passieren lassen. Und es gab kein E-Mail von Ihnen, Herr Seilern, wo Sie nicht geschrieben haben, danke für die exzellente Leistung, ich freue mich auf den nächsten Kontakt. Stimmt. Und wenn ich die kleine Anekdote noch erzählen kann, die Sie mir anvertraut haben, dass Ihre Frau einmal zu Ihnen gekommen ist, sagt, hast du heute mit deinem Doktoris aus Wien telefoniert? Sie haben gesagt, ja, das ist kein Wunder, du strahlst so sehr. Ja. Das hat mir so viel gegeben. Ja. Herzlichen Dank nochmal. Was gibt es Schöneres? Also wir bedanken uns sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen sehr, wir alle vier hoffen sehr, dass es bald ein persönliches Wiedersehen gibt.
Dankeschön.